Hallihallo und willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Wir sind gerade hier unterwegs und sind ein paar Sachen am Einsammeln, die es hier noch in diesen Räumen zu holen gibt. Das ist ja auf der Map ganz schön gekennzeichnet. Jeder Raum hat diese Riddler-Zeichen, wenn da noch Geheimnisse drin sind. Sie sagen einem natürlich nicht, wo genau sie sind, aber sie sagen einem, dass sie da sind und wie viele da sind. Das ist schon mal sehr angenehm. Und wir wollen jetzt noch gerade gucken, ob wir die letzten zwei orten können, die es hier wohl zu finden gibt, laut Karte. Laufen wir mal ein bisschen herum und werden danach mit der Story weitermachen, also versuchen, in die Villa reinzukommen, in Arkham Nord. Da sind wir eben rein, hier kamen wir raus. Hier haben wir nichts gefunden. Gucken wir mal, ob es hier irgendwo weitergeht. Nee, das ist zu. Ich bin mir relativ sicher, dass ich in einem anderen Spielstand hier war und bestimmte Dinge gemacht habe und irgendwas gefunden habe. Irgendwo in diesem Raum. Und ich nicht weiß, ob ich das hier auch schon geholt habe. Oder ob das jetzt eins war, was wir in der letzten Folge geholt haben. Also hier oben werden wir, denke ich mal, erstmal nichts finden. Lüftungsschächte, da hatten wir den einen schon durch, den anderen. Der führt zum Fahrstuhl. Ich glaube, das zählt nicht mehr als dieser Raum dann, ne? Bin ich mir nicht sicher. Würde ich dann gleich mal gucken, aber muss mal gerade noch hier schauen. Da unten ist nämlich noch eine Öffnung, da gehen wir mal rein. Okay. Ach, da kommen wir von hier. Okay, dann laufen wir aber trotzdem mal hier noch weiter. Und halten mal Ausschau. Ah ne, hier waren wir doch gerade schon, oder? Genau, hier geht es nämlich dann rein und dann sind wir hier und hier kommen wir dann nicht mehr weiter. Hm, okay. Also spontan sehe ich jetzt gerade nichts mehr, wo ich denken könnte, dass da etwas ist. Es muss sich auch nicht um eine Trophäe handeln, ne? Das haben wir ja schon gesehen. Es kann auch ein Tonband sein oder ähnliches. Hier haben wir eins gefunden. Okay, die Umgebungsanalyse sagt auch nichts. Das Rätsel hier haben wir auch geknackt. Da müssen wir gerade mal schauen. Gibt es hier noch eins? Da blinkt nämlich noch was. Ah ja, genau. Eine Frage kann nur aus einer neuen Perspektive beantwortet werden. Findest du nicht? Eine Frage kann nur aus einer neuen Perspektive. Nein. Hat damit nichts zu tun. Perspektive, dann müsste doch eine Lupe oder sowas sein. Oh je. Ja, das ist mir jetzt schon fast zu... was ist denn mit solchen Schränken hier? Da ist aber auch nichts großartig drin, ne? Nee. Trotzdem mal prüfen. Das ist mir schon fast zu viel Fummelei jetzt zum Suchen. Frage, neue Perspektive. Da blitzte was da. Die Spritzen am Boden haben geleuchtet. Neue Perspektive. Ja, da braucht man dann halt irgendwas für. Die Decke kann es ja nicht sein. Neue Perspektive. Na gut, dann lassen wir es an der Stelle auch gut sein, bevor wir uns jetzt hier ewig aufhalten. Und gehen mal hier zurück. Das Ding ist so zerbrechlich. Kann man da nicht irgendwas gegenwerfen? Nein. Ach, Entschuldigung. Explosivgel, Batclaw, kann ich damit nicht irgendwie... Nein, okay. Na gut, war ein Versuch. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Wir haben ja doch einiges gefunden, das ist ganz schön. Aber... wir übertreiben es jetzt mal nicht. Zaz zählt darauf, dass du seine Arbeit findest. Und dafür ist natürlich auch die... Entschuldigung. Charakterbiografie ganz nett. Wir können mal gerade bei Zaz gucken. Der müsste doch... da. Victor Zaz.
Ach, schon wieder die falsche Taste. Was ist denn jetzt los mit mir? Okay. Ich vermute mal, dass wir irgendwie eine aufgeschnittene Leiche finden müssen. Vielleicht. Weil er alles immer so aufschneidet. Keine Ahnung. Können wir ja mal kurz gucken. Oh, hier ist ganz schön viel. Ah ne, das ist Laub, ne? Das ist Laub. Na gut, ich dachte, das wären jetzt in der Reihen. Dann wäre das was anderes. Ich laufe mal einmal gerade hier durch. So viel Zeit müssen wir noch haben. Sehe aber sonst gerade nichts. Also wieder ab nach oben nach Arkham Nord. Würde ich mal vorschlagen. Da oben geht's lang. Was ist das denn hier? Nur eine Lampe. Na gut. Visitor Center ist auch nichts. Die Leiche alleine bringt aber auch nichts, ne? Nein, okay. Also es war nicht irgendeine Leiche, sondern das reicht dann. Ja, das reicht dann nicht. Da brauchen wir dann wahrscheinlich irgendwas Spezielles. Also ich würde jetzt mal auf eine Leiche tippen bei dem, was er da gesagt hat. Mal schauen. Tweedledee und Tweedledum sahen es. Siehst du es auch? Das weiß ich noch nicht, ob ich das sehe. Arkham... Ach, Arkham Villa ist ja in Ost. Da hätte ich auch direkt nach Ost gehen können. Moment mal. Ist hier noch... Ist hier irgendwas drin? Dann würde ich nämlich ganz gerne mal hier das Explosivgel anbringen. Und... Aha. Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Ah, ich verstehe. Die Karte macht diese Dinger. Kann ich das hier nicht ausschalten? Doch. Ne, hier ist auch nur der Kasten. Der bringt mir aber nichts. Na gut, dann gehe ich halt oben wieder raus. Arkham Ost. Machen wir mal voran jetzt hier. In Ordnung. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich... Okay. Lass dich nicht schlagen, Idiot! Stück für Stück! So, dann gucken wir mal. Ach komm schon. Aua. Und du bist auch noch weg, weil du musst weg. Du bist nämlich gefährlich. Würde ich jetzt mal behaupten. So. Ach, ich bin jetzt wieder rausgegangen, ich Heini. Vier bewaffnete Gegner, okay. Tweedledee und Tweedledum. Das heißt doch nicht das hier, oder? Nein. Okay. Ambulance. Okay, wir gehen direkt mal hier rauf. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe zwei Männer auf den Wachtürmen, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Ihnen juckt's geradezu in den Fingern. Du weißt ja, es kommt schnell mal so. Okay. So, jetzt müssen wir da drüben rauf.
Weil die Typen nerven natürlich. Die müssen wir erstmal ausschalten. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Aber eine Beule hier oder eine Schnittwunde da können nichts schaden. Okay, da hinten ist er. Da hinten sind zwei noch, meine ich. Gehen wir sie doch mal suchen. Beziehungsweise besuchen. Die sind ja relativ alleine hier. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle habe, würde ich gerne meine Meinungen zu diesem Grund gehören. Ich bin besonders stolz auf das Dekor. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden, was die Gestaltung der Übernahme angeht. Jawohl, so. Haben wir die auch weg? Sehr gut. So, was war das Rätsel vom Riddler jetzt? Nur mal gerade, damit ich gucken kann. Wir haben drei Stück. Das Erbe der Insel wird gründlich und endgültig begraben. Herausforderungen erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Gothams hervorragende Stadt, Dings, Familie, Dings, die Stadt. Okay. Erst einmal vermute ich das da. Nicht. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, diese Statue ist irgendwas davon. Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkham wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Dann die Familie, die die Stadt überragt. Da hatte ich eben doch irgendwas gesehen. Das W. Dieses große W. Vielleicht steht das für eine Familie. Objekt nicht erkennbar. Aber es ist richtig, okay. Ah, da ist immer noch was im Weg. An alle verfügbaren Psychos, Killer, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der alten Villa befinden, beeilt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Ah, Mist, nein. Ich will doch nur dieses blöde Ding scannen. Das kann ich doch bestimmt von da oben gut, oder? So, das sollte doch reichen. Ja. Ich habe bisher alle Rätsel gelöst. Ach, guck mal an. Charakterbiografie Bruce Wayne. Also wir haben Batman und Bruce Wayne, das ist interessant. Auch das gucken wir uns später an. So, jetzt müssen wir einen Weg in die Villa finden. Okay, kriegen wir hin. So, dann machen wir jetzt noch das hier auf. Und begeben uns mal hier rein. Okay, hier ist nichts. Sehr schön. Was machst du, wenn du hier raus bist? Ich habe einen Cousin in Metropolis, der ein paar Schwergewichte für seine Sicherheitsfirma braucht. Du weißt schon, an die Tür klopfen, Geld eintreiben. Ein paar Beine brechen, wenn sie zahlen. Macht Spaß. Willst du? Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Gut, ich bin dabei. So, dich muss ich jetzt ausschalten, weil du hast nämlich eine Waffe und ihr beiden nicht. Du bist tot. So, du bist auch schon mal weg. Und du jetzt solltest auch weg sein. Nicht wahr? Jawohl. Okay. Und wir haben wieder ein Upgrade. Da liegt noch eine Waffe. Also ich vermute mal, die Waffen können sie wieder aufheben, ne? Okay. Gehen
gehen wir mal hier rein und schauen mal. Hier ist gar nichts. Doch, hier ist eine Wand. Hätte ich ja beinahe übersehen. Aber keine Sorge, den Detektivmodus hätte ich wahrscheinlich trotzdem noch angemacht. Upsa. So, dann haben wir nämlich wieder was gefunden. Ach ja. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Okay. Kurios, diese Sachen auf jeden Fall. Gut. Dann mal weiter. Ich hätte eigentlich gerne hochgewollt. So, hier so. Tür blockiert. Hochsicherheitstür, ne? Das wage ich mal zu bezweifeln. Da komme ich aber nicht rein. Das ist der Haupteingang. Aber das ist doch auch so hoch. Warum kam ich denn dann da eben? Okay. Also manchmal frage ich mich, wie das hier funktioniert mit der... Wann ich irgendwo hoch darf und wann nicht. Aber hier komme ich rein. Aber jetzt... Ach, jetzt bin ich wieder raus. Ach, das war ja der Eingang, durch den ich reingekommen bin. Ich bin so intelligent manchmal. Eingangshalle der Villa. Die Tür ist blockiert. Okay, der probiert es auch nur an der Tür aus, nicht an der anderen. Tür ist blockiert. Dann gehe ich doch nochmal da hoch und guck mal. Nee. Hier ist aber nichts. Finde Dr. Young. Ich dachte, wir sollten in die Arkham Villa rein. Sollen wir auch, oder? Ja. Aber... Kann ich denn die Tür nicht... Moment mal. Das wäre doch mal eine Option. Nein, ist es nicht. Hochsicherheitstür blockiert. Aber ich kann die jetzt auch nicht irgendwie... ansprühen. Nee. Ja, hä? Okay. Da oben bin ich rein. Aha. Okay, gut. Ich habe mich schon gewundert, was das jetzt soll hier. Und schnell rein. Ach, super, das war... Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Ja, das war gar nicht schon zum Reinkommen. Es war eine Riddler-Trophäe. Schade. Aber es muss doch hier irgendwo noch einen Weg zum Reinkommen geben. Oder kann ich die Tür irgendwie auftreten? Nee, kann ich nicht. Gut, dann verstehe ich nicht, was ich hier soll. Dann muss ich vielleicht einen anderen Weg reinfinden. Wer weiß. Na, dann gehe ich erstmal hier wieder raus, sonst macht das keinen Sinn. Und die Folge ist eh gleich wieder zu Ende. Ich könnte mir also überlegen, ob ich versuche... herauszufinden, wo ich hin muss oder wie ich hier reinkomme. Ohne euch mitzunehmen.
Aber ich würde jetzt einfach mal spontan vermuten, dass es hier noch einen anderen Weg rein gibt. Okay, hier sind überall geschlossene Fenster. Da hinten ist noch eine Riddler-Trophäe. Die nehmen wir mal noch mit. Ach, du sollst nicht wegspringen. Und dann würde ich gerne noch was anderes probieren. Nämlich einmal hier hin. Aha, hier ist noch eine Trophäe. Okay. Aber auch hiermit bin ich nicht reingekommen. Na gut, schade. Dann werde ich, denke ich mal, vor der nächsten Folge mal schauen, ob ich hier noch einen Weg rein finde, damit ich nicht... Ja, das hören wir uns jetzt nicht an. Doch, oh. Das geht so. Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blutleben, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Okay. Hier ist ja gar keine Möglichkeit irgendwie. Also ich sehe keine andere mehr. Wie gesagt, dann werde ich vor der nächsten Folge mich noch ein bisschen hier umsehen und schauen, ob ich es schaffe, hier einen Weg reinzufinden, damit wir das nicht so zäh dann hier zusammen machen müssen. Ich bedanke mich an dieser Stelle aber dennoch wieder fürs Zuschauen und würde mich natürlich wieder über Feedback freuen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.